Also Peter Haas, bin der stellvertretende CEO der Media Saturn, was ja, sage ich immer, nicht weiter schlimm ist, weil es ja kein CEO gibt, und bin seit 2001 bei Media Saturn tätig. Das spannendste Startup, was ich in den vergangenen Jahren gesehen habe, finde ich, also aktuell, ist der Enjoy. Das hat der ehemalige Apple Manager Ron Johnson gestartet. Und es ist, das Spannende daran ist, dass es eine Idee ist, die jeder haben möchte, von dem es aber sehr fraglich ist, ob man damit Geld verdienen kann. Also was die machen, ist, du kaufst ein Elektronikprodukt zum gleichen Preis, wie du es online oder bei Best Buy, das ist ja in Amerika, kaufen könntest. Und das wird dann nach Hause geliefert, es wird installiert und der Installateur, der Mechaniker, der Serviceman bleibt so lange, bis der Kunde wirklich von Ohr zu Ohr Enjoy ausstrahlt, also bis zum letzten bisschen zufrieden ist. Das ist natürlich etwas, wovon jeder sagen würde, wow, das will ich auch haben. Ob es aber etwas ist, womit man wirklich Geld verdienen kann, ist aber sehr fraglich. Wir haben ja bei Space Lab der Gedanke aufgegriffen, dass das Wichtigste, was wir junge Unternehmen bieten können, ist Zugang zum Massenmarkt. Und das ist auch in der Regel das, was junge Unternehmen am schwersten fällt. Entweder brauchen die eine riesen Medienpräsenz oder die brauchen Millionenhöhe Marketingbudgets oder müssen Mediavereinbarungen und Mediapartnerschaften eingehen. Wir können mit über 4 Millionen Kontakte, die wir täglich mit Kunden haben, eigentlich das bieten, was die meisten jungen Unternehmen fehlt, nämlich Zugang, direkten Zugang zum Massenmarkt. Und dann auch noch in eine sehr spezifische Zielgruppe. Das ist auch, warum wir genau in der Zielgruppe natürlich auch die Startups gesucht haben, die davon am meisten profitieren können. Lernen können wir von den Startups eigentlich vor allem, dass viele von den jungen Unternehmen nicht so festsitzen in alte Denkpatronen und alte Handlungsweisen, wie wir das tun. Und das ist eigentlich etwas, was sehr viele Unternehmen, die jahrelang erfolgreich sind, immer wieder passiert. Man kann, man ist erfolgsverwöhnt und sitzt sozusagen in der Erfolgsfalle. Das ist ein großer Vorteil, die eben diese jungen Unternehmen noch nicht haben. Die sind noch frei in ihrer Denke. Es gibt einen schönen Spruch dazu. Alle sagten, und das sind dann meistens Firmen wie wir, alle sagten, es sei unmöglich. Dann kam einer, der wusste das nicht und der hat es gemacht. Und genau diejenigen, die dann kommen und dies gemacht haben und nicht wussten, dass es nicht möglich war, die suchen wir jetzt für Space Lab. Space Lab bedeutet für mich eigentlich sowas, da werden Sie jetzt vielleicht lachen, aber sowas wie Teenager kurz vorm ersten Sex. Alle wollen es, keiner weiß so wirklich, wie es geht und alle hoffen, dass es dann auch tatsächlich Spaß macht. Wir haben Gott sei Dank, wir wissen auch nicht genau, wie es geht, wir hoffen auch, dass es Spaß macht, aber Gott sei Dank haben wir mit Martin und sein Team eine ganze Gruppe an Leute, die es schon mal gemacht haben und die wissen, dass es Spaß macht. Also da würde ich dann auch drauf hoffen.